So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde MTG Arena. Das war fast Double Time. Vorab, es handelt sich wieder um Werbevideo. Wir befinden uns immer in der Jahreskooperation mit MTG Arena. Und ja, heutiges Thema ist Deckbau. Haben wir bisher nie so richtig gemacht, wenn dann immer nur im Draft. Und diesmal holen wir uns mal ein paar mehr Packs. Vorab, es wird sehr theoretisch, aber auch sehr erklärerisch. Und ich versuche das alles so zu machen, dass vielleicht der eine oder andere, der hier mal mitschaut, aber eigentlich nicht so richtig den Plan hat von Magic, ein bisschen was mitnehmen kann für sich. Im Anschluss werden wir versuchen, im Ranked mit diesem Deck was zu reißen. Das wird sehr interessant, weil fürs Ranked findet man eigentlich immer oder benutzt man eigentlich immer sehr optimierte Decks. Also wirklich richtig optimierte Decks. Da ist die Frage, ob die Karten, die wir gleich ziehen werden, reichen. Aber wir starten im Bronzebereich, neue Season. Wobei, starten da auch alle. Mal gucken. So, bevor wir loslegen, ihr könnt hier oben in Code einlösen, Play Ikoria eingeben und dann bekommt ihr alle 3 Booster für umsonst. Das habe ich schon gemacht. Hier sind meine 3 Packs. Ja, und ansonsten, ich habe nur gesehen, wir werden hier jetzt richtig reinschallern. 18.000 Gems. Und da gibt es auch die Kartenstile drin. 18 Stück, wenn ich das richtig lese. Wir schauen mal. Das sind nicht 18 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Godzilla haben wir. Amener. Oh, bei Eier kriege ich ein bisschen Flashback. Letzte Folge, sorry dafür nochmal. waren sogar ein paar Oliver Kahn-Memes unter dem Video. Prost. Ja, holt euch vielleicht ein Getränk. Heute wird ein bisschen entspannter. So, aber das sind jetzt nicht 18. Ah, hier unten stand mehr, wo ich drüber bin. Geil, erst. Jawohl. Sehr, sehr geil. Okay. Ich würde in 10er-Schritten öffnen, weil sonst dauert es 80 Jahre. Nee, 93 Jahre. Dann werden immer nur aus 10 Packs, also man öffnet 10 gleichzeitig und hat dann immer nur die Rares und Mythic Rares. Und ich würde sagen, die schauen wir uns ein bisschen intensiver an und wenn wir dann durch sind, überlege ich mir, was für Farben wir nehmen, was für Rares haben wir da. Und dann werde ich versuchen, das zu ergänzen mit Commons und Uncommons. Also Commons und Uncommons, ne, das sind ja die geringeren Seltenheitsgrade. Geil, Alter. Brutmotte. Immer wenn eine nicht fliegende Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bringe sie mit einer fliegenden Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Achso, ja, ich sollte vielleicht hier an dieser Stelle für die fortgeschritteneren Zuschauer sagen, ist blind. Ich lasse mich gerne überraschen bei sowas. Also das ist ja schon mal ultra insane. Hey, du bist ja nicht tot zu kriegen. Okay. So. Boah, Alter, Todes Multicolor. Mutation, geil. Immer wenn diese Kreatur mutiert, kannst du eine Nicht-Kreatur Karte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus deinem Friedhof wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Hm, da kann man auch richtig nice Kombos, glaube ich, draus machen. Ach so. Ich werde wahrscheinlich dieses Deck so ein bisschen auch ergänzen mit Nicht-Ikoria-Karten. Ja, also ich dachte da an Feuer der Innovation und so. Ist ja eine sehr geile Karte, wisst ihr ja, die mag ich sehr. So. Quarzwaldschmetterer. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die Trampelschaden verursachen und die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, erzeuge einen XX-grünen Dinosaurier-Bestien-Kreaturenspielstein, der Trampelschaden verursacht, wobei X gleich der Menge an Schadenspunkten ist, welche die Kreatur dem Spieler zugefügt hat. Holy shit. Okay. Crazy. So, da haben wir einen Planeswalker. Luca. Lucky.
Schicke die obersten drei Karten deiner Bibliothek ins Exil. Kreaturenkarten, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden, erhalten. Du kannst diese Karte aus dem Exil wirken, solange du einen Luca Planeswalker kontrollierst. Mhm, nice. Schicke eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil und decke dann Karten oben von deiner Bibliothek auf, bis du eine Kreaturenkarte mit höheren umgewandelten Mana-Kosten aufdeckst. Bringe sie ins Spiel und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Holy shit. Oh, und noch minus 7. Jede Kreatur, die du kontrollierst, fügt jedem Gegner Schadenspunkte in höhere eher Stärke zu. Alter, ey. Der ist ja nicht schlecht. Vor allem richtig nice für Mutieren, ne? Du brauchst ja einfach viel Stuff. Also viele Kreaturen mit Mutieren. Ziehst einfach richtig viel Kreaturen. Ach nee, warte mal. Du kannst die Kreaturen aus dem Exil wirken. Ne? Ist die Frage, ob man auch ihren Mutationseffekt, aber wahrscheinlich. Alter. Holy. Das macht einfach drei Farben. Bedrohlich. Für zwei Mana 2/2. Immer wenn eine Kreatur mit Bedrohlichkeit, die du kontrollierst, geblockt wird, opfert der verteidigende Spieler eine Kreatur, die sie blockt. Vor der Damage-Phase? Kreatur mit Bedrohlichkeit, die du kontrollierst. Okay. Also man kann hier so ein bisschen auf bedrohlich gehen. So, jetzt haben wir hier im ersten Mythos. Wir haben letzte Folge gesehen, es gibt für jede Farbe Mythos. Der Mythos von Vandrok fügt 5 Schaden zu, deren Aufteilung auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Planeswalkern deiner Wahl du bestimmst. Falls weiß und blau ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, können jene bleibende Karten bis zu deinem nächsten Zug nicht angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Ja. Okay, ballert. Brokkos, Apex der Ewigkeit, verursacht Trampelschaden, kann mutieren. Du kannst Brokkos, Apex der Ewigkeit mit Hilfe seiner Mutationsfähigkeit aus deinem Friedhof wirken. Alter! Kommt ja auch immer wieder, der Bruder. Okay. Iluna, auch eine Apex. Auch mutieren, fliegen, Trampelschaden, ist übrigens legendär. Immer wenn diese Kreatur mutiert, schicke so lange die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine bleibende Karte aufdeckst, die kein Land ist. Bring sie ins Spiel und nimm sie auf die Hand. Alter. Also ich glaube so, das ist das übelste Combo-Set. Okay, wir machen die nächsten 10 auf. So. Kristallreißer. Immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die ein Gegner kontrolliert. Für 4 Mana, 4/4 Trampelschaden Reichweite und mutieren. Alter. Todesberührung. Zu Beginn deines für 2 Mana 1/3. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls deine Gegner keine bleibenden Karten mit Kopfgeldmarken kontrollieren, lege eine Kopfgeldmarke auf eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. den ein Gegner kontrolliert. Immer wenn eine bleibende Karte, die ein Gegner kontrolliert und auf der eine Kopfgeldmarke liegt, stirbt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und ziehst eine Karte. Okay, Alter. Dann wieder das, das kennen wir. Das kennen wir auch, habe ich vorgestellt. Flüsterschlängler, aufblitzen. Immer wenn du einen anderen Zauberspruch wirkst, der aufblitzen hat, ziehst du eine Karte und jeder Gegner verliert einen Lebenspunkt. Alter, okay. Krasses Aufblitzendeck, den kennen wir. Der Ocelot. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, das Spiel für ein Mana. Immer wenn du eine Kreatur, die du kontrollierst, das Spiel verlässt und falls Marken auf ihr lagen, lege jene Marken auf den Ocelot. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls der Ocelot Marken auf sich liegen hat, kannst du alle Marken vom Ocelot auf eine Kreatur deiner Wahl bewegen. Also das ist so ein Transmitter, Alter. Ich glaube, der ist ziemlich relevant in der Edition, im Set. So, und Giganta der Urquell. Ist ein Gefährte. Keine Karte in deinem Startdeck hat dasselbe Mana-Symbol mehr als 2-mal in ihrem Mana-Kosten. Hä? Was?
keine Karte in deinem Startdeck hat dasselbe Mana-Symbol mehr als zweimal in ihren Mana-Kosten. Er ist gerade übel am Arbeiten. Also ich glaube, ich verstehe es richtig, aber ich glaube, das ist auch sehr ungünstig ausgedrückt. Aber ich glaube, mein... Ja, okay, wir machen mal die nächsten 10 auf, würde ich sagen. Das glaube ich. Den kennen wir. Der ist sick. Nachtmar. Boah, sieht ein bisschen böse aus. Der Handwerker des Bösen erhält +1/+1 für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof. Opfere eine andere Kreatur. Durchsuche deine Bibliothek eine Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von X oder weniger. Bringe sie ins Spiel und mische dann... Was? Was? Hä? Die ist ja ultra sick. Die beiden kennen wir. Alter, ist das ein geiles Artwork. Lebensverknüpfung. Ist ein Gefährte. Jede bleibende Karte in deinem Startdeck hat umgewandelte Mana-Kosten von 2 oder weniger. Lol. Oh, lol, ist bestimmt sehr aggressiv. Während jedes deiner Züge kannst du eine bleibende Karte... einem bleibende Karte Zauberspruch mit umgewandten Mana-Kosten für 2 oder weniger aus deinem Friedhof wirken. Yep. Die bauen Druck auf. Immer Federphönix. Mutation 4, fliegend. Immer wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge einen roten Artefaktspielstein namens Feder mit 1. Opfere die Feder, bringe eine Phönixkarte einer Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel. Alter, ich habe jetzt schon so viele Deckideen. Man kann so ein Phönix-Deck machen, einfach mit richtig nervigen Viechern, die immer wieder kommen. Verzauber eine Kreatur. Wenn die Kolossifizierung ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält +20/+20. What? Für 7 Mana. Omori der Sammler. Gefährte, alle Nicht-Landkarten in deinem Startdeck haben einen Kreaturentyp gemeinsam. Okay, cool. Also zum Beispiel Dino-Deck. Ich glaube, es gibt sehr viel Dinos, sehr viel Bestien. So wie Omori, der Sammler, ins Spiel kommt, bestimme einen Kartentyp. Kartentyp. Ach so, warte mal. Ach Quatsch, alle Nicht-Landkarten in deinem Startdeck haben einen Kartentyp gemeinsam. Das heißt beispielsweise nur Kreaturen. Zaubersprüche des bestimmten Typs, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Krass. Unberechenbarer Zyklon. Zyklon, ja. Falls eine Umwandlungsfähigkeit einer anderen Nicht-Landkarte bewirken würde, dass du eine Karte ziehst, schicke stattdessen Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil. Bis du eine Karte ins Exil schickst, die einen Kartentyp mit der umgewandelten Karte gemeinsam hat. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege dann alle Karten, die auf diese Weise ins Exil geschickt und nicht gewirkt wurden, in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Das ist insane. Und die habe ich direkt verstanden. Wenn du beispielsweise eine Kreatur hast mit Umwandlung 2 und du machst das, kannst du nicht eine Karte ziehen, für 2 Mana, sondern du legst von deiner Bibliothek Karten ins Exil, bis dann eine Kreatur kommt. Und dann kann man die ins Spiel bringen. Alter. Lavagrund Glücksritterin. So wie die Lavagrund-Glücksritterin ins Spiel kommt, bestimme gerade oder ungerade. 0 zu Herzgrad. Die Lavagrund-Glücksritterin hat Schutz vor allen umgewandelten Mana-Kosten durch bestimmte Merkmals. Alter! Für 3 Mana 3-3. Ehre. Gut. Ey, merkt, jetzt kommen langsam die Doppelten, deswegen wird es jetzt immer schneller gehen. Alter, der kriegt gerade richtig oral.
Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist. Falls es eine Kreatur ist oder falls blau, grün und weiß ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken. Für 3 Mana. Das, okay. So, und ansonsten... Alter, gibt's mehrere davon? Holy shit! Und das Vieh kenne ich, glaube ich, aus dem Draft, oder? Nee, wait. Da habe ich mir angeguckt. Ist auch ein Gefährte. Nur Karten mit geraden umgewandelten Mana-Kosten. Das ist machbar. Wobei das... Naja. Alter. Du willst ja eigentlich immer jeden Zug verspielen. Sprich, du brauchst ja für jede Zuganzahl... Also, ne, du willst ja auch in Turn 3 was für 3 Mana spielen. So. Aber es geht ja dann nicht. Wenn Giruda ins Spiel kommt, legt jeder Spieler die obersten 4 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Bringe davon eine Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten unter deiner Kontrolle ins Spiel. Mit geraden umgewandelten Mana-Kosten. Ja, so ein Lucky Punch, ne? Kann halt auch scheiße sein. Ja, okay. Und es sind 8 Karten. Da müssen nicht mal viele Kreaturen dabei sein. Nice, das Land nochmal. Nochmal ein anderes Land. Alter, sweet. Also Multicolor ist halt echt ein Ding. Ah, er hier nochmal, guck mal. So, Kristalliner Riese. Für 3 Mana, 3/3. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du per Zufall eine der folgenden Sorten von Marken, die der kristalline Riese noch nicht auf sich liegen hat. Nämlich fliegend, Erschlag, Todesberührung, Fluchsicher, Lebensverknüpfung, bedrohlich, Reichweite, Trampelschaden, Wachsamkeit oder 1+1. Lege eine Marke der bestimmten Sorte auf den kristallinen Riesen. Holy shit. Der muss ja nicht mal angreifen dafür. Einfach nur am Beginn der Kampfphase kriegt er halt immer irgendeine Fähigkeit dazu. Ey, und wenn du dann dieses Ocelot hast, dann kannst du ja alles weitergeben. Das ist ja übel die geile Kombo. Weißt du, dieser, für 1 Mana, dieser Artefakt, dieser, holy. So, legendäre Kreatur, Mensch, Druide, für 2 Mana, 2/2. Immer wenn du eine bleibende Karte, die kein Land ist, für Mana tappst, erzeuge ein Mana eines beliebigen Typs, das die bleibende Karte erzeugt hat. Also zusätzlich noch ein Mana. Für 7 Mana schaue dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Nicht-Mensch-Kreaturenkarte ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Nochmal er hier. Gefährten doppelt zu haben, ist ziemlich bad, oder? Ich meine, ja gut. Man kann sie halt auch im Deck haben, ohne sie als Gefährte aktiv zu haben, ne? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, was haben wir hier neu? Haifun? Jo, die hat mir Christo vorhin gezeigt. Man kriegt einfach die ganze Zeit Haie. Immer wenn du eine nicht... Alter, das wird aber... ist so viel Fun-Deck-Potenzial in dieser Edition. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, also irgendein Spontanzauber, eine Hexerei, Verzauberung, irgendwas, erzeuge einen XX-blauen Hai Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit, wobei X gleich den umgewandelten Mana-Kosten jenes Zauberspruchs ist. Das ist einfach Sharknado. Das ist einfach Sharknado. So, du kannst noch umwandeln, okay. Wenn du den Haifun umwandelst, erzeuge einen XX-blauen Hai-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Auch geil. Er ist halt insane. Wenn du richtig im Late-Game richtig viel Mana... Alter. So. Fahnenland Philida. Wachsamkeit. Kreatur mit Wachsamkeit, die du kontrollierst, haben für 1 Mana-Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Alter. Oh, Alter, was ist das denn? Schau dir die... Ah, die haben wir uns auch angeschaut. Letzte Folge. Schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Bringe davon eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten ins Spiel und nimm den Rest auf deine Hand. Also ich glaube, können wir heute wahrscheinlich nicht machen. Aber Multicolor-Decks werden komplett bumsen. Gerade mit den Ländern auch. Und aus den letzten Editionen ging das ja auch schon halbwegs gut. Alter. Den kennen wir, glaube ich, von letzter Folge, oder? Da hatte unser Gegner das im Draft. Das ist ein Gefährte, enthält nur Länderkarten. Dein Startdeck enthält nur Länderkarten und Karten mit ungeraden, umgewandelten Mana-Kosten, okay? Falls eine Quelle mit ungeraden, umgewandelten Mana-Kosten, die du kontrollierst, einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte oder dem Spieler stattdessen doppelt so viel Schadenspunkte zu. Holy Jesus! Alter!
sind ein paar echt richtig starke Karten dabei. Jawohl. Okay, wie viele Varianten davon gibt es? Ey, und ihn haben wir jetzt das dritte Mal. Deckfoot, also wer da, ne? Ich wollte eigentlich kein Multicolor, also kein krass. Also drei Farben ist ja schon echt advanced. So, was ist hier los? Der Teppich. Ein Spieler deiner Wahl hat 5 Lebenspunkte dazu. Das inspirierende Ultimatum fügt einem Spieler deiner Wahl 5 Schaden zu. Und du ziehst 5 Karten. Alter. Einfach für 7 Mana. Gesang der Schöpfung. Du darfst in jedem deiner Züge ein zusätzliches Land spielen. Alter. Für 4 Mana. Ist gut. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, ziehe 2 Karten. Zu Beginn deines Endsegments wirfst du alle Karten aus deiner Hand ab. Ja gut, aber du kannst ja auch alles pumpen. Alter, was ist das für eine Karte? Alter, what? Puh. Du hältst 2 Planeswalker. Du hältst 2 Lebenspunkte dazu, erzeuge blau, rot oder weißes Mana. Verwende dieses Mana nur, um einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch zu wirken. Okay. War schon mal nice. Minus 2. Zieh eine Karte. Dann kannst du eine Karte abwerfen. Wenn du auf diese Weise eine Nicht-Landkarte abwirfst, fügt Naset des alten Weges einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der umgewandten Mana-Kosten jener Karte hinzu. Minus 6, du erhältst ein Emblem mit immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, fügt dieses Emblem einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Okay. Schon auch gut. Nochmal der Phönix. Immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, zieh eine Karte. Alter. Ey, nice. Richtig viel von den Ländern. Das ist sehr gut. Meeresflitzer Oktopus. Aufblitz Mutation 2. Oh, nice. Das ist sehr, sehr früher Boy, ne? Boy. So, immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, zieh eine Karte. Geil. Wir haben da noch schön mit Flugfähigkeit oder so reinmutiert. So, grüner Mythos. Falls blau oder schwarz ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, lege sie auf deinen Friedhof und mische dann deine Bibliothek. Bringe bis zu 2 bleibende Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ja, okay. Kann man auch sehr gezielt sein Spiel aufbauen, kostet aber recht viel. Ja, aber ist auch... Ja, okay. Jorion der Himmelsnomade. Sieht auch krasses Artwork, Alter. Ist ein Gefährte. Dein Startdeck enthält mindestens 20 Karten mehr als die minimale Deckgröße. Okay. Ist so nice. Wenn Jorion ins Spiel kommt, schicke eine beliebige Anzahl an anderen bleibenden Karten, die keine Länder sind und die du besitzt und kontrollierst, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments ins Spiel zurück. Naja, das ist ganz nice, weil es gibt ja viele Effekte, die triggern, wenn etwas ins Spiel kommt. Das ist der übelste Triggerboy. Okay. So, wir sind fast durch. Hat ja nur 20 Minuten gedauert. Okay, ein paar neue Karten. Lutri, der Zauberbalgar. Das ist dieser Riesen-Dings. Den haben wir letzte Folge auch uns angeschaut. Gefährte. Alle Nicht-Landkarten in deinem Startdeck haben unterschiedliche Namen. Der wurde gebannt. Der wurde schon für Commander gebannt. Glaube ich, das ist der, meinte Hendrik vorhin. Wenn Lutri, der Zauberbalgar, ins Spiel kommt und falls du ihn gewirkt hast, kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Den bzw. die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Okay. Ist halt sehr universell einsetzbar, weil du halt jederzeit den ins Spiel bringen kannst, ne? Riel, die Allwissende erhält +1/+0 für jede Spontanzauber- und Hexereikarte in deinem Friedhof.
Immer wenn du zum ersten Mal in deinem Zug eine oder mehrere Karten abwirfst, ziehst du entsprechend viele Karten. Das in Kombination mit der Dings, dass man mit der Verzauberung eben, wo man immer zwei Karten zieht. Nee. Doch. Und dann zwei Mana spielen kann und am Ende des Zuges alle Karten abwirft. Boah, das ist mal Instant Deck tot. Boah, dann aber der Gefährte, dass man mindestens 20. Ja, okay. Der Luftkatzenherrscher, +1/+1 für jede andere fliegende Kreatur, die du kontrollierst. Und er kann eine fliegende Kreatur erzeugen. Nice. So, letzten drei. Machen wir einzeln. Sehr nice. Next. So sind eigentlich die Booster, wenn man sie öffnet. Alter, Ehre. Din, 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 din. Ehre. Okay. So. Puh, jetzt. Also eine Decke ist mir. Eine Karte ist mir in Erinnerung geblieben. Sammlung. Ikoria. Boop. So, wir machen das mal so. Genau. Ich muss jetzt erstmal gucken, was meine. Ach lol, die Kartenstile, die ich bekommen habe. Da habe ich auch direkt die Karten bekommen. Also es sind nicht nur die Kartenstile, sondern auch die Karten, für die Kartenstile sind. Ich dachte tatsächlich, es sind nur die Skins. Nice. Okay, ja, alle neu. Cool. So. Also. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mit dem Handwerker des Bösen ein Deck machen. Weil, wenn man viel Mana hat, ist einfach ultra belohnt. Ja. Generell, achso, und ich will Godzillas haben. Warte mal, der ist schwarz und grün. Schwarz und oder grün. So, Brokkos, Apex der Ewigkeit. Das ist, das ist der. Der, den wir dreimal gezogen hatten. Oh Mann, ey. Das Geile, also das Schlimme ist, ich will eigentlich echt jetzt nicht unbedingt viel Multicolor machen. Geil, das ist der kristalline Riese. Ehre. Der kommt rein. Oder warte mal. Sind einfach die Kartenstile automatisch schon drauf und das sind die, die ich gezogen habe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee. Nee, die haben wir nicht gezogen. Alter, immer wenn diese Karte mutiert, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise den ein Gegner kontrolliert. Alter! Ich meine, Mutation 6, aber man kann die auch erstmal spielen für 4 und dann im nächsten Zug billig mutieren. Geht ja auch. Es ist einfach so schön, die Artworks, ich komme. Multiple Orgasmen. Okay, aber ich glaube, Monogrün wäre vermutlich eine gute Herangehensweise. Der macht 5 Mana. Also scheiß mal drauf als Gefährte. Der kann ja auch einfach nur so als im Deck sein, oder? Ja. Den 4-mal drin. Alter, und dann hast du hier so einen Handwerker. Wie viel Mana du hast. Holy Jesus. Also ich glaube. Puh. Grün und Blau. Ah, es gibt so viele schöne Karten. Ich kann mich nicht entscheiden. Grün, Blau, Schwarz.
Dann können wir den Handwerker spielen, der ist nice. Kann ich denn andere, also ich will, nee, das geht. Wir können ja viele spielen. Wir können ein paar Godzilla spielen. Den können wir nicht spielen. Warum kann ich denn alle anderen so ausblenden? Also, dass ich halt wirklich nur die habe? Warum ist das Ding jetzt da? Ich habe, ach so, weil die Mana-Kosten in dem Text. Nee, ich ralle ich nicht. Also, ich glaube zumindest grün, schwarz. Da können wir richtig zünden, wenn ihr versteht. Ich habe eine Idee. Ich habe ja gesagt, wir adden auch so ein paar andere Editionen dazu. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, weil, wie gesagt, ist ja blind für mich die Edition. Mir jetzt alle Commons und Uncommons noch anzugucken. Plus, das sind schon Decks mit einer Idee, die einfach ein bisschen editieren. Wie ist es denn zum Beispiel mit so einem. War das das hier, ne? Das hatten wir gespielt. Das ist ja schon. Also, hier haben wir schon ein bisschen Ramp drinne mit Nissa. Also, ich würde auf jeden Fall ein Nissa-Deck, glaube ich, machen. Und Uro, glaube ich, auch rein. Weil dann haben wir schon mal richtig nice viel Mana. Guck mal, was ist, wenn ich. Ich kopiere das Deck mal. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Wir packen da noch ein bisschen Schwarz rein und dann passt das. So. Wir hauen mal die goldene Gans. Ne, die goldene Gans können wir sogar sehr gut gebrauchen. Die Wolfsweide hauen wir raus, oder? Ah, ist auch sehr viel Ramp, Allah. Auch Ramp, Ramp. Questentier hauen wir raus. So, weg mit dir. Nissa bleibt drin. Reiter der Dorn hauen wir raus. Auch wenn er halt echt gut die Versorgung. Naja, ihr wisst. Agent lassen wir mal erstmal drin. Vorboten der Apokalypse kann. Ich meine. Ja, wäre gut wir machen jetzt hier kein kompetitives Deck, okay? Ich will auch Spaß haben. Ich will Spaß haben. Du bist damit, ja, der wäre. Ja. Schön. Jawohl. So. Sehr, sehr gut. Nee, oder? Ach, will ich gar nicht. So. Oh, das wird gut. Das wird gut. Ach, guck mal. Immer noch ein Kartenziel für eine Nicht-Ray. Jeder Kreaturenzauber, den du wirkst, kostet beim Wirken ein weniger, falls er Mutation hat. Immer wenn du eine Kreaturenzauber wirkst. Wir können generell. Wir ergänzen jetzt erstmal das Deck. Ballern fette Karten rein, mit denen wir das Game gewinnen wollen. Und dann gucken wir einfach mal so, was es so für Mutationen gibt. Und vielleicht können wir auch Ikoria angeben. Und. Wäre geil, könnte man hier noch so thematisch so sagen, Ramp oder so, weißt du? Mana machend. Aber okay. Wir machen jetzt erstmal Ikoria. Machen grün und weiß. Grün und blau erstmal. Machen Rare. Okay. So, jetzt hauen wir erstmal Banger rein. Ich will da auf jeden Fall ihn hier drin haben. Nein, nein, nicht als Gefährte. Ich habe den zweimal. Ehre! So, das ist schon mal richtig nice. Der ist Zucker. Den will ich. Ist mir egal. So. Der ist auch nice. Weil da kann ich sagen, Kreaturen kosten ein weniger. Ist die Frage, ob man das nötig hat. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, der hier kommt rein. Junge, wäre der legendär, wäre das so ein geiler Commander. So. Warte, wir fangen mal ganz rechts an. Okay. Nein, nein. Ich hätte gern, also irgendwie kann ich nicht andere ausblenden. Also ich will wirklich.
Mich stört, dass hier dann auch Karten dabei sind, die halt nicht nur blau und grün sind. Ich glaube, es geht, aber ich weiß jetzt nicht wie. Egal. Den hier könnten wir reintun. Aber habe ich hier viele Effekte, die... Ja, doch, er würde nochmal triggern. Uro. Goldene Gans würde triggern. Er würde triggern. Wait a minute. Nein. Nehmen wir mal rein. Wir können ja immer noch... Können ja immer noch austun, ne? So. Das Ding würde ich sagen... Also ich habe das dreimal. Ist halt fucking witzig. Aber ich glaube, für den Preis... Also das Ding ist... Ich glaube, es ist useless. Man braucht dafür auf jeden Fall Trampelschaden. Also was heißt useless? Aber ich glaube, das ist halt... Das muss man irgendwie in einem Verzauberungsdeck irgendwie cool spielen. Ich glaube, so random drin macht es jetzt nicht so den Braten wett. So. Komm mal reintun. So. Gepanzerter Killer, Alter. Anguirus. Reichweite vor der trampischen Mutation. Immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstöre ein Artefakt auf Saufen herein. Komm. Zweimal bitte. So. Sharknado will ich rein haben. Keine Diskussion. Nee. Das ist halt eklig, ne? Nehmen wir mal rein. Achso, das war's schon. Nee, wait, ich bin zu weit, ne? Ja, ich bin zu weit, lol. So, der ist nur blau. Ach ja. Ja, ja, komm. Nein. Ich hab den viermal. Ehre. Habe ich übersehen. So, er würde auch gehen. Das ist aber gar nicht so mein Playstyle. Okay. Ach so, hier, Mensch. Ja. Ja. Ich habe hier ein paar geskippt irgendwie. Er würde auch gehen. Könnte man sogar gucken. Ja, nee. So, das Ding war... Alter, ich... Also, ich habe... Also wir machen das jetzt hier erstmal, aber ich habe richtig Bock, ein richtig geiles Multicolor-Deck zu basteln. Ich bin so gespannt, was die Leute sich da aus den Fingern saugen werden. Holy shit. Okay. Gut. Wir nehmen mal Artefakt dazu. Farblos, genau. Wir müssen gleich eh nur aussortieren. Okay. So. Jetzt... Kann ich hier mutieren eingeben? Ne, Mutation, geht das? Ja! Sehr, sehr gut. Wait, haben wir gar nicht so viele, ne? Achso. Wir bleiben bei grün-blau. Das macht es gerade einfach ein bisschen einfacher. So, der ist nice. Weil da kriege ich immer Mana. Den hatten wir auch im Draft. Also anders. Boah, Alter, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Wir müssen das irgendwie ein bisschen simpel halten. Ich glaube, dass hier mit dem ähnlichen, also mit dem Ramp-Deck hier aus einer anderen Edition war schon mal ein guter Ansatz. So. Letztendlich haben wir Karten, die uns Mana machen. Und wir haben Karten, die exorbitant viel Mana ausgeben, wie die beiden. Und damit wollen wir das Game gewinnen. Des Weiteren haben wir teure Karten, die richtig knattern, die richtig reinorgeln. Aber da... Die Frage ist bei ihr hier... Wir brauchen eigentlich dann Card Draw, wenn wir... Oder? Also ich glaube, er hier kann tatsächlich... Ja, das mit den Triggern kann schon nice sein, aber... Ich glaube, den haue ich erstmal raus. Das muss, ja. So. Den hier würde ich, glaube ich, auch raushauen. Wobei, ich meinte ja gerade, wir brauchen eigentlich sowas. K
Card Draw mäßiges. Das, diesen Christ, also, ja, Alter. Mechagodzilla muss drin bleiben. Ja, irgendwie, also er ist ein bisschen random. Ja gut, er ist halt Card Draw. Also eigentlich gar nicht mal. Wir brauchen dann wirklich Card Draw. Hier haben wir ein bisschen Card Draw. Das ist halt... Die Karte ist auch key für uns. Es geht eigentlich. Und hiermit auch, also... Wir werden nicht glaube ich. Ich glaube, die Gans kann raus... Oder? Ich glaube, das ist sogar schon recht gut, alles in allem. Wir haben halt zu viele Karten. Müssen wir ein bisschen ausdüngen. Wir haben ultra viele Two-Drops. Wir haben sehr viele Kreaturen. Hier könnten zwei raus. Die bei der Wolfsweide könnten zwei raus. Bei der Wolfs... Ich habe halt auch noch blau, ne? Da muss ich auch dran denken. Aber... So. Wenn die early kommt. Ja. Hey, die macht ja auch Mana. Das ist ja einfach insane. Okay. Dann... Die Frage ist... Kristallina Drache und Ocelot, das ist halt eine geile Kombo. Aber ist schon sehr speziell. Also eigentlich sollte das so in Decks rein, wo man halt viel um die Marken spielt. Aber ganz ehrlich, ich habe nur Kristallina Riese bzw. Mechagodzilla für diese Marken. Also ne, sonst habe ich nichts, was Marken erzeugt. Deswegen würde ich mir das erstmal wahrscheinlich vorenthalten. So. Wir müssen nämlich auch immer noch ein paar Mutationen reinballern. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher, denn... Eigentlich ergänzt er sich sehr mit... Also, es ist einfach eine Ramp-Karte, die halt sehr advanced ist und sehr teuer, also im späten Spielverlauf reinkommt. Ein bisschen wie Nissa, ne? Kann man halt frühestens im, also so, ne, bringt man so im vierten, fünften Zug, wenn es gut läuft. Und macht dann gut Mana. Ist die Frage, ob man, ja, Nissa ist schon sehr essentiell für das Deck, das, die kann ich nicht rausnehmen. Ist die Frage, ob man ihn rausnimmt. Weil ich glaube, wir haben genug Ramp. Und ich glaube, wir wollen lieber noch ein paar Mutationen drin haben. Aber er ist mega nice. Also, er ist mega nice. Ich bin Fan von ihm. So, Haifun, Sharknado muss rein. Da habe ich Bock drauf. So. Auf das, ja. Muss halt auch rein. Also, guckt euch die Karte an. Das ist halt einfach so nice. Ihn könnte man sogar nochmal reinpacken, weil das fetzt. So, jetzt packen wir einfach noch zwei runde Karten rein, so weiß ich nicht, vielleicht Dreier- oder Vierer-Drops oder einer, nö. Wir gucken einfach mal, guck mal. Was haben wir hier? Vier Meter springende Küstenheide, ist aber recht teuer. Ja, ich will lieber was für vier oder drei Mana, warte mal. Wir machen das mal so. So. Okay. So. Baby Godzilla. Jeder Kreaturenzauber, der kostet. So, der kostet ein. Ja. Jeder Kreaturenzauber kostet ein weniger, falls er Mutation hat. Die Frage ist: Mutation selber kostet dann aber nicht weniger, ne? Und ich kann immer eine Karte ziehen, wenn mutiert wird. Das ist eigentlich. Ja, komm, rein. Mystische Bändigung ist eine Aura. Verzauberte Kreatur hat minus 2, minus 0 und verliert alle Fähigkeiten. Das ist scheiße, Bruder. So, er hier wäre halt auch, aber wir haben genug Ramp. What is this, Alter? Parzellenbestie. Alter, er ist sauer. Schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Länderkarte ist, kannst du sie ins Spiel bringen.
Falls du die Karte nicht ins Spiel bringst, nimm sie auf deine Hand. Card Draw für einen Mana. Und Mutation 2. Ist cool, ist cool. Aber wir gucken mal weiter. Mutation 5. Immer wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge ein 3-3 grünen Bestien Kreaturenspielstein. Alter, ist das ein Heslon, Bruder. Was ist das? Ein Tiger, Hirsch. Bison, Alter, what, Alter? Ja, der Rückenkamm, das sieht so ein bisschen aus wie bei einem Bison. So. Oh Mann, er sieht so geil aus. Aber es ist rot und weiß. Das war's? Fünfer dann noch mit reinnehmen. Nur mal gucken. Lucky, Lucky. Mhm. Okay, ja. Also ich glaube, ich würde es noch mal probieren. Bin ich ehrlich. So, wir haben Ramp. Und dann haben wir Mutationskarten. Hier. Gar nicht so viel. Wait a minute. Lass das mal überdenken. Wir haben hier Baby Godzilla. Zweimal. Dann haben wir zweimal. Dann haben wir einmal den Oktopus. Das sind drei. Und den Kristallreißer zweimal. Das sind fünf. Das ist ziemlich wenig. Dafür, dass wir so dann auf mutieren gehen. Oh, was er? Immer wenn diese Kreatur mutiert, schicke so lange die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, bis du x bleibende Karten ins Exil geschickt hast, wobei x gleich der Anzahl an Mutationen dieser Kreatur ist. Bringe die bleibenden Karten ins Spiel. So, wenn wir den zweimal reinböllern für... Also ja, und wir haben Karten, die das Game finishen, die beiden so quasi. Oder, ja, er macht halt auch super viel Card Draw. Warum rede ich die ganze Zeit über Card Draw? Ich würde es erstmal so probieren und testen, wie das mit den Mutationen läuft. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche nur mehr Mutationen, überlege ich mir, die beiden noch reinzutun. Für ihn ja könnte ich zum Beispiel an anderer Stelle Uro vielleicht raustun. Es war eigentlich übelstes Downgrade. Also, ne, es geht darum, irgendwie zu rampen. Und er ist irgendwie im... Ja. So, jetzt wäre die Frage mit Mana. Ländervorschlag? Oh, der hat das ein bisschen adjustiert. Sehr schön. Kann ich jetzt hier sagen... Ah, hier, Land. Ja. Ach so, lol, wegen Kosten. So. Ach so, weil ich Mutation eingegeben habe. Zack. Blau und grün. Kommt halt getappt ins Spiel. Also ist jetzt auch nicht viel anders als... so ein Tempel, ne? Und der Tempel ist sogar noch ein Wald ohne... Achso, ist auch ein Wald ohne... So, okay. Ich glaube, die kommen erst richtig zum Tragen, wenn man halt Multicolor Decks hat. Aber dann sind die... Also, die sind erst so strong. Ah, okay. Ja, ich würde damit jetzt einfach mal... Oh. Als ich Mana angepasst habe, sind da ein paar Leute entwischt. Pass mal auf. Wenn dem so ist, würde ich jetzt... Okay, mir fehlen noch ein paar. Dann schauen wir jetzt einfach mal, ob wir vielleicht irgendwas reinpacken können.
Also locker gibt es noch richtig viele Ikoria-Karten, die da gut reinpassen könnten. Wir chillen hier einfach mal ein bisschen durch, glaube ich. Ich brauche eigentlich was für 3 oder 1 Mana. Vielleicht können wir da mal so gucken. Wobei, es kommt eigentlich drauf an. Aber gut. So, und vielleicht so ein bisschen grober Filter. Nicht ganz so häufig. So, guck mal, da haben wir schon ein paar. Ja. Nee. Ich überfliege die mal kurz. Dass wir so, er könnte rein. Ne? Stimmt. Ja, der kristalline Riese könnte wieder einfach aus Fun rein. Ich glaube, ja, das machen wir mal. Er hier kann einmal rein. Zack. Kristalliner Riese. Wait a minute. Hä? Was habe ich hier jetzt noch drin? Ach so, er ist ja rare. So. Jetzt die Frage. Wie viel Mana habe ich denn drin? Also, wenn er hier vorschlägt, 5, 12, 14, 18, 22, 24. Ja, ist eigentlich ausreichend. Dann hauen wir den Riesen nochmal rein. Komm. Ja, da haben wir noch zweimal Godzilla drin. Ehre, ist er doch wieder dabei. So, fertig. Okay. So, 15 Minuten sind durch. wir werden am Anfang Timestamps einblenden. So, unser Deck ist fertig. Wie nennen wir es denn? Wie nennen wir es? Rampen bis Godzilla kracht. Scheiße. Godzilla Ramp. Das Ding ist, uns fehlt eigentlich so eine richtige babahafti Adi Godzilla Karte, die am Ende kommt und richtig reinknallt. Die krassesten Godzilla Karten, kann man das in Sammlung einfach mal in Godzilla eingeben? Geht das? Ah, schade, da greift der, weil das Kartenstile sind, wa? Können wir vielleicht mal gucken, nicht gesammelt, was wir da so hätten? Kongla, der Affentitan. LOL! Es gibt einfach King Kong. Das wusste ich gar nicht. Der kämpft gegen eine Kreatur, wenn er ins Spiel kommt. Wenn er angreift, zerstört man ein Artefakt oder eine Verzauberung. Und für 2 Mana bringe einen Menschen in der Wahl, den du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Und er kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Hm. Woher kennt man diesen Move? Das ist ja arschgeil. Arschgeile Nummer. Ja, okay. Und hier ist der gefräßige Riesenhai. Okay. Ja, aber die richtig, richtig Multi, ich glaube, die richtig krassen Banger. Man kann ja immer sagen, 5 aufwärts. Die ich nicht habe. Und die ich habe, das. Okay, krass, dann habe ich ja fast alle krassen Viecher, ne? Ja, ich rede hier halt von so einem. Oder. Ja, gut, wir haben ihn hier. Aber er, so, sowas hier, weißt du? Der halt richtig reinlasert. Er hier. Er. Ja. Hier oder er. Ja, der kommt immer wieder. Und der hat auch Mutationen. Ob wir noch schwarz reinnehmen? I don't know. Nur für ihn? Du kannst Brokkos Apex, bin ich gerade drüber, ne? Wir spielen jetzt erstmal. Okay. Aber ne, okay, wir haben Deck. Ich glaube, es funktioniert. Wir zocken mal jetzt rein. Godzilla Ramp, ne, geiler Name.
Ja, wir machen mal nicht Rangliste, glaube ich. Wobei, das habe ich am Anfang gesagt, ne? Komm, dann machen wir das. So. Ich glaube, wir hätten im normalen Spiel mehr Spaß. Wir gucken mal, was kommt. Also, das ist ein professionelles Deck, Ratz, Alter. Ich wäre vorsichtig. Mein Kaffee ist nach 50 Minuten kalt. So. Das sieht nach nichts... Also, ja. Das ist ein Kackstart. Wir haben keine Zweier, obwohl wir richtig viel Zweier-Drops haben. Ich mach Mulligan. Eieieiei. Aber ist macht. Alter. Okay, ist auch richtig bad. Gut. Das wird schwer. Also wir haben leider nicht so gutes. Ja, nicht so. Wir haben nicht so ein glückliches Händchen. Machen wir das. So, dann werden wir den Aufzuchttümpel bringen und 2 Mana bezahlen. Und dann werden wir, glaube ich, sie hier spielen. Wait, die macht gar nicht so viel Sinn in dem Deck, weil ich habe gar nicht so viel bleibende Karten, die Mana erzeugen, die kein Land sind. Ich meine, der zweite Effekt ist Baba fürs Late Game. Aber tatsächlich. Eile fliegend, immer wenn du einen Nicht-Kreaturenzauber wirkst. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, dann machen wir erstmal eine Weide. Hier drauf. Dann können wir ja ihn hier spielen. Alter, nochmal. Okay, okay, er spielt Aggro. Aber klar. War eigentlich klar, wenn er so eine Karte hat und rot. Eieiei, jetzt haben wir ein Problem schon. Jetzt haben wir schon ein richtiges Problem. Hätten 3 Mana. Ne, wir haben kein Blaues. Und für ihn brauchen wir 2 Blaue. Ja, das läuft noch nicht so gut. Die sind halt fliegend. Ich habe jetzt schon verloren. Das meine ich. Die haben halt im Rank schon sehr optimierte Decks, ne? Ich habe hier kunterbunt Karten drin. Und will hier ein bisschen ja, auf lustig machen. Normalerweise wäre es kein Problem, weil auf Bronze halt keine guten Spieler sind. Aber wir befinden uns noch krass am Start. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Der Season. Deswegen tummeln sich da noch alle Spieler. Der hat Reichweite. Und ich hätte einen Fliegenden. Ja, ich brauche... Machen wir so. Oh, jetzt countert er aber. Dann kann ich aufgeben, wenn er jetzt countert. Oder wenn er ihn zerstört. Kann er das? Gut. Wir haben... Oh, ich bin Bronze 3. Wir haben Ranked gespielt. Das war ein Test. Das war ein Test. Ich würde jetzt das Deck... Ich weiß schon genau, was ich mache. Ich hau sie raus, glaube ich. Weil am Ende ist der Effekt nice. Aber dann würde ich lieber noch 2-mal Wachstumsspirale reintun, denke ich. Oder ist es zu früh, diese... Ich mache sie mal ins Side-Deck. Komm. Ins Sideboard. Warum geht das nicht? Oh, ich habe hier Sachen drin. Ups. Das Sideboard ist voll, deswegen kann ich hier, glaube ich, nichts reintun. Stimmt das? Tu ihn da rein. Wieso geht das nicht? Da kann man Kartenrücken machen. Das ist schön. Ach, dann komm, verpiss dich. So. Wachstumsspirale oder... Ja. Nö, das ist gut. Okay,
Ja, jetzt machen wir mal ein normales Match. Ne? Wir müssen erst mal gucken, wie es läuft. Bringt jetzt hier nichts mit dem Fun-Deck gegen. Ja, ist so semi-Fun-Deck, ne? Ich habe ein sehr gut funktionierendes Deck genommen. Ist ein bisschen enttüdelt. Ein bisschen reingepflegt, was wir jetzt gezogen haben. Ich glaube, es war genau die richtige Mechanik. Sonst ufert das hier zu krass aus. Ufert so schon aus. Hör mal. So. Dann. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine gute Kurve. Nehmen wir. So. Hallo. Ja, Hellsicht 1, würde ich sagen. Nochmal Nissa, nö. So, wir spielen Baby Godzilla. Dann spielen wir Uro. Dann spielen wir schon. What is this, Alter? Fliegend Eile. Ach, das ist wie. Nein, es ist einfach das gleiche Deck, oder was? Komm her, du. Boah, Alter! Okay. Kann der mir früh was bringen? Nee. Der bringt mir früh nichts. No. Alter, wir spielen hier kein Ranked. Komplett getriggert schon. So, ich kriege jetzt erstmal ein bisschen Leben, du Arschloch. Oh, High Typhoon. Oh. Ja, doch. Ja, klar. Getappt. Cool. So. Spielen wir ihn. Spielen wir einfach nächsten Zug ihn, oder? Oh no, Alter. Oh no. Oh, jetzt macht er... Nein, das ist so ein Counter-Arsch. Okay, lass mich kurz überlegen. Den kann ich noch gar nicht spielen. Also ich glaube, in nächste Runde, ich halte noch drei aus. Aber der burstet mich weg. Der, es ist hier ein Rennen um, es ist, geht um Leben und Tod. Er neutralisiert eh. Boom! So. Und nächste Runde mutiere ich den mit... Ach nee, geht ja gar nicht. Hasse den langen Finger. Okay, aber jetzt haben wir was auf dem Board. Sehr gut. Oh, oh, nein, nein. Ich weiß, was er macht. Nein. Ich hasse das. Oh, ich spiele einen teuren Zauberspruch. Damit ist der Bombestich. Oh, passt das überhaupt? Ich muss mal nachsehen, aber... Oh ja, per Super-Explosion. Oh, jetzt sehe ich 20 Karten. Ja, meine Damen und Herren, ich habe doch Ranked angemeldet. Ich hab gelogen. Wait a minute. Was mache ich denn jetzt überhaupt? Nissa spielen. Ich könnte ein High Typhoon spielen. Bringt mir gar nichts. Na, was heißt bringt mir gar nichts? 6 Mana. Könnte ich spielen. Aber dann muss ich liefern. Und ich brauche dann ein Nicht-Kreaturen... Immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst. Das ist zum Beispiel Nissa. So. Oder finale Vernichtung. Aber das war es dann auch schon. Und die, wenn ich die spielen will, oder Nissa jetzt schon... Ja, achso, sorry. Ja... Let's go. Let's try. Aber ich bin halt jetzt safe tot. Also nach dem Play hier mit... Das ist halt eine sehr krasse Combo. Die findet man auch... fand man auch bei der Weltmeisterschaft ab und an. Wilde Renaturierung. Ich kenne nur die englischen Namen eigentlich. Und dann halt Explosion. Das ist halt schon eine gute Combo. Ihr habt es gesehen, was da passiert. So, ich glaube... Das ist over, weil der hat ja noch so viel in der Hinterhand. Jetzt kommt noch Phoenix.
Schade. Ich hatte über... Also, ne? Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf, auf entspannt machen. Wait a minute. 4. Dann kriege ich 2 Leben. Und 2... Ja. Das ist alles zu spät. Das ist alles zu spät. Machen wir mal trotzdem. Die haben irgendwie am Anfang keinen Ramp. Also, obwohl ich da viele Karten habe, haben wir nicht gezogen. Das ist ein bisschen unlucky gewesen. Sonst hätten wir schon viel eher Nissa raushauen können. Oder jetzt die Krasis hier mit mehr. Ja, ist over. Komm. Also, warum der nicht Ranked spielt, wundere ich mich. Der hat doch ein krasses Deck. Ich hätte gedacht, so normales Spiel spielen Leute entweder um Decks zu testen oder so Fun-Decks, aber... Ja gut, es war jetzt auch nicht mega competitive. Aber war schon ein gutes Deck. Vielleicht hat er auch einfach gut gezogen. Ja, witzig, dass wir genau das gleiche eben im Ranked hatten. Ja, man muss ja dazu sagen, mein Deck ist schon sehr... Ist ein bunter Hund. Ne? Aber ja, was haben wir erwartet? Dafür haben wir dem jetzt volles Pfund aufs Maul. Vielleicht ziehen wir jetzt auch mal geschafft. Warum ziehe ich denn so kacke? Hallo? Herr Wizard? Hallo? Wenn ich jetzt Mulligan drücke, ja? Dann will ich aber was sehen. Gut. Danke. So habt ihr kurz mal eben angerufen. So, jetzt ist er noch auf Toilette, der Bassett, oder? Gut. Aber vielleicht mal ein bisschen außerhalb des Kontextes dieses Videos gesprochen. Wir haben gesehen, es gibt ultra krasse Fun-Karten. Holy shit. Ich glaube, man kann da thematisch im Laufe dieses Sets richtig geile Fun-Decks bringen. Ich glaube, da sind auch einige echt stronge Karten dabei. Gerade Multicolor-Decks. Nein! Gerade Multicolor... Ich wollte Mulligan machen. Gerade Multicolor-Decks werden, glaube ich, richtig zünden. Und ich glaube, mit Fire of Invention, da sehe ich wieder ein paar Decks, die ich gern spielen werde. Das ist so der nächste Step. Ich glaube, ich werde privat gucken, dass ich mir ein richtig nices Fire of Invention Deck machen werde. Und richtig... Ja doch. So. Oh, Mann, ich habe so Bock. Ab jetzt noch blind vorbei. Ich werde mich jetzt privat mit dem Ding beschäftigen. Ich wollte jetzt nur fürs Deck bauen. Das ist ein bisschen... intuitiver auch für euch gestalten. So. Red Rourke. Der hat eine krasse Katze. Was sehe ich hier? Jetzt habe ich nur das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Aber ist okay. Ich meine, wir können Karten ziehen. Das passt schon. So. Raus damit. So, das macht. Können eine Karte ziehen und ein Land aus unserer Hand ins Spiel bringen. Dann können wir Meeresflitzer spielen im nächsten im Zug darauf. Wenn die haben eine Ritterin Schöpfleger, eine 1 plus 1 mal. Okay, ist ein Ritterdeck. So. Ehre. So, das machen wir nächsten Zug normal und spielen Baby Godzilla. Oder wir spielen schon diesen Meeresflitzer. Wenn er aus. Nee. Eigentlich ist er auch... Er braucht halt sowas wie Fliegen oder so. Er ist gar nicht so useful. Ich muss dem halt fliegend oder so geben. Vorher ist es nicht gut. Da, der kommt, müsste auch nochmal raus, glaube ich. Okay. I guess.
Na gut. Ja. Können wir nochmal machen. Und dann können wir nächsten Zug. Ja, komm. Geil. Das war okay. So, jetzt kriegen wir nochmal richtig auf die Fresse. Und dann hoffen wir, dass wir uns aufbauen können. Wir haben jetzt gutes Mana-Advantage. Guckt euch das an. Er hat 3, ich habe gleich nächsten Zug. Vielleicht sogar 6. Wir können auch gut wiederkommen mit der Krasis, wenn wir zu low droppen. Alter, was ist denn hier los an Visual Effects? Legendäre Menschen, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil, falls eine Kreaturenkarte war. Machen 1-1er. Hier ist aber niemand legendär, ne? Legendäre Menschen kommen an ihre Grenzen. Gut. Okay, das ist alles noch im Rahmen. Ah. Sich entfaltende Wildnis. Auch sehr alte Karte, glaube ich sogar. So. Wir können Baby Godzilla und dann Trompeten da Gnar spielen. Wir können ja aber auch direkt Angurius spielen. Nee, wir mutieren den nächsten Zug auf ihn drauf. Ich glaube, das ist das beste Play. Wobei, wir können auch einfach ihn jetzt hier drauf mutieren. Dann können wir auch eine Karte ziehen. Und dann können wir den Oktopus abwerfen. Das können wir auch machen. Ja. Wait. Ach, mutieren kostet 2 grüne. Haha, never mind, Allah. Dann kommt er. Oh! Oh! Ich glaube, nächsten Zug. Oh, ich brauche Mana. Nee, warte, der ist doch billiger, oder? Nee, der hat keinen mutieren. Mutieren. Ich bin auf einem guten Weg. Ich fühle es. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich darf jetzt nur nicht zu viel Leben verlieren. Es fehlt eine Nissa. Gerade eine Nissa wäre perfekt gewesen. So, der ist unzerstörbar. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben +1/+0. Immer wenn eine Nicht-Spielschein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, fügt... Oh Gott. Ja, das würde ich lassen. So, kommt durch. Ist okay. So. Also, wir holen... Das ist jetzt Risky Play, ihn zu bringen. Dann kann ich noch eine Kreatur safe rausbringen. Dann kann er... Er hat jetzt schon Schwierigkeiten zu facen. Ich kann auch noch eine... Ja, ich glaube, das... Alternativ können wir ihn spielen für 4. Dann kriegen wir 2 Leben und... Aber... Ich habe Bock auf Gigan, Junge. Lass mal Shepard. Bam. Da war jetzt nichts dabei mit geraden Mana-Kosten? Ey, ihr Schweine! Ja, halt dein Maul, oder? So, okay, ja, dann nicht. Scheiße, Bruder. Das war unlucky. Alter, nichts! Mach dich mal schwarz. Die Falco. Oh nein, Alter, nein. Oh Gott. Okay. Der ist unzerstörbar, der ist unzerstörbar. Sie aber nicht, dann kann sie aber... Okay. Wird geblockt. Wait. Ja, Mann, die sind alle unzerstörbar. Dann kriege ich jetzt 7 aufs Maul. Das kann ich nicht machen. Aber wenn ich ihn mutiere, dann habe ich genug... Wenn ich ihn weiter mutiere mit Angurius... Ich glaube, ich lasse es noch durch. Mann, das war eben so unlucky. Er gibt mir Card Draw. Ich mache das noch so. Oh lol, ich habe verloren. Also, ich habe einfach verloren.
Weil... Nee, wait, ich kann mir ja Mana machen. Leben. Den hätte ich letzte Runde spielen sollen. Ja, ich hab's gecallt, das ist das Risky Play. Ja, ist doch gut. Ja, ich muss nächste Runde alles blocken. Und dabei werde ich ein paar Viecher verlieren. So, wenn er jetzt... Und ich muss Glück haben, dass er jetzt nichts Krasses spielt. Aber das Ding ist, wenn ich halt Viecher zerstöre, kriege ich Schaden. Ich muss, und er ist unzerstörbar. Das ist eigentlich noch schwer zu gewinnen. Das Mentor-Ding ist auch echt nervig. Holy shit. Okay. Gut. Machen wir so. Machen wir so. Und machen wir... So. Oder? Ja. Aber es ist eine coole Karte an sich. Gut, dass ich die entdeckt habe. Und es ist auch Baby-Godzilla. Er hat krasse... Also was er die ganze Zeit für 3 Mana macht, ne? Das ist insane. Also hat er auch echt gut gezogen. Also Gratulation. Also das ist schon ein geiles Deck. So, das ist cool. Aber ich glaube auch wieder, dass... Also er hat Pech mit was Mana angeht. Aber er hat da keine Probleme mit 3 Mana. Das ist ein krasses Deck. Da. Guck mal. Er hat wahrscheinlich nicht mal Kreaturen, die besonders teuer sind. So, was machen wir jetzt? 5... Dann hätte ich noch 3 für Uro. Und ich habe noch einen Blocker mehr. Warte mal, dann habe ich nächste Runde 4 zum Blocken. Das ist zu wenig. Ich muss jetzt Viecher rauskriegen. Nochmal Krasis, I guess. Wait, warte mal. Oh, Nissa hätte eher Krasis für 1, 2, 3, 4... I guess. Aber ich glaube, ich habe eh verloren. Ja, habe ich doch. So, jetzt kann ich noch mal Uro spielen. Dann kriege ich noch mal 3 Leben. Aber dann habe ich nur 3 Kreaturen zum Blocken. So. Ja, aber also ist halt leider zu wenig. Es kommt halt genau ein 3-3er durch. Hat der irgendwelche Lebensverknüpfung oder so? Nee, ne? Er kann nur 3 blocken, aber es reicht nicht, ne? 10, 14, 17. Ja, das Game ist leider over. Man, Einzug besser. Also hätte ich Nissa beispielsweise Token eher bekommen, dann hätte ich die Krasis hier so hart böllern können. Wait, wieso greift er mit ihm hier nicht an? Okay, ich darf auch keinen zerstören eigentlich, ne? Weil dann kriege ich halt Schaden. Also theoretisch 5 Blocken. Echt? Ne, wait, die sind unzerstörbar.
Das heißt, die kann ich eh nicht zerstören. Dann kriege ich 1, 2, 3 Schaden. Ist ja, ja... Scheiße, die gehen alle drauf, wenn ich die blocke. Ich habe nichts Schwächeres. Oh, ist das dumm. Hätte ich ein 1-1er, könnte ich das verhindern. Dann würde einer nicht drauf gehen und ich wäre am Leben. Aber meine Kreaturen machen die alle platt. Scheiße, Bruder. Ja, ist GG. Ist GG. Aber das war eine coole Partie. Ich glaube, wenn man theoretisch an meinem Deck noch ein bisschen schraubt, ne, war jetzt ganz klar aus den Karten, die wir halt bekommen haben, random ein bisschen rein. Aber ganz cool. Ich glaube, wir haben in dieser Folge sehr viel Einblicke bekommen in Ikoria. Das hat gut Bock gemacht. Ich habe direkt ein paar funny Deck-Ideen in meinem Mind aller. Ich habe gerade das Multicolor-Thema, glaube ich, mit richtig vielen Godzilla-Karten. Das muss schallern. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in einer nächsten Folge oder im nächsten Video generell. Auf bald. Tschüssi.